So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir haben hier das neue Galileo Genial. Wir haben hier die Nummer 5 für 2019. Kostet 3,99 Euro. Mit dabei dieses Mal, jubel, jubel, freu, freu, ein weiterer Gecko. Diesen Gecko, das wisst ihr, den hat man schon in verschiedenen Magazinen gefunden, kommt immer wieder. Aber auch die Geckos haben kleine Farbunterschiede. Ja, tatsächlich, kaum zu glauben, aber wahr. Die Figur schauen wir uns natürlich gleich noch an. Und guckt mal, wie hammermäßig der zu dieser Korallenschlange passt, die im neuen Löwenzahn-Magazin mit drin ist. Okay, so, dieses Magazin hat 52 Seiten inklusive der Umschlagseiten. Was haben wir denn hier alles für Themen drin? Lasst uns das hier anschauen. So, ein Bild, eine Geschichte, Wespenzucht, wozu, Top oder Flop, Ketchup als Medizin, aktuell Neues aus dem Land der aufgehenden Sonne, also aus Asien, Reportage, sie sind jung und schon Millionäre, extra der Gecko, ein Wandlungs- und Kletterkünstler, Checkerwissen, so arbeitet ein Computer, extrem, wer kennt diese Wörter, Checkerwissen, stoppt den Plastikmüll. So geil. Muss ich mir angucken. Experimente. So geht Knete. Test. Wirst du ein Nerd? Poster. Thors Welt. Buddy Puzzle. Hilfe, ich habe Pubertät. Wissen weltweit. Was ist Europa? Tierwelt. Fake oder echt? Exotische Tiere. Und das Checkerwissen ist wieder in verschiedene Bereiche unterteilt. Also als Extra hier der Gecko, ein Wandlungs- und Kletterkünstler. Ja, dann lasst uns doch gleich mal hier auf diese Seite hier gucken, denn hier haben wir die Seite, wo es um Geckos geht. Sie gehören zu den ältesten Tierarten der Welt. Seit 50 Millionen Jahren bevölkern die kleinen Echsen die Erde. Kein Wunder, sie besitzen unglaubliche Fähigkeiten. Naja, sie können sich super tarnen und haben winzige Haftlimellen an den Füßen, wo sie auch Glas entlang klettern können. Mal abgesehen vom Leopardgecko, der kann das nicht. So, hier haben wir einen Toki, die habe ich früher mal gepflegt. Wunderbare Geckos, große Geckos vor allem. Hier haben wir einen Taggecko, wahrscheinlich Madagaskar-Taggecko. So, und hier, oh, Blattschwanzgeckos. Diese Geckos wurden früher mal als Futtergeckos für andere Echsen oder Schlangen angeboten. Fand ich immer ganz schlimm, denn die werden halt nicht wirklich groß. Ihr seht ja hier gerade so ein bisschen größer als der Daumen und ich habe die geliebt ohne Ende. Ich habe die gepflegt und habe sie nicht gefüttert, weil ich kann kein Reptil an anderes Reptil oder an Amphibie verfüttern oder umgekehrt. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja, also Blattschwanzgeckos waren megamäßig goldig, genauso wie Faltengeckos. Okay, also hier einiges Wissenswertes zu Geckos. Dann haben wir hier der Extra-Prank. Klebe deinen Extra-Gecko mit doppelseitigem Klebeband an die Wand oder an die Decke. Betritt jemand das Zimmer, warte kurz, dann tust du so, als ob du erschrickst und zeigst auf den Gecko. Warte ab, wie dein Gegenüber reagiert. Ich würde meinen Gecko nicht mit doppelseitigem Klebeband an die Decke kleben, denn es kann sein, er reißt die Tapete mit runter. Macht es bitte nicht. Ganz schlechter Vorschlag, ehrlich, ganz schlechter Vorschlag. An die Scheibe oder an die Tür, okay, aber Decke, Alter, das geht nicht. Hört auf euren Rupi. So, dann machen wir hier weiter. Stoppt den Plastikmüll. Muss ich da noch was dazu sagen? Plastikmüll. Oh mein Gott, so. Dann pass auf, das ist auch so super. Ungefähr 280 Kilogramm Plastikmüll verursacht ein Deutscher durchschnittlich pro Jahr. Ja, warum denn? Weil es uns die Industrie so beschert. Was soll man denn machen? Du kannst deinen Scheiß ja nur in der Plastikverpackung kaufen. Klar, du kannst auspacken, aber deshalb gibt es trotzdem Plastikmüll. Plastikmüll. Ich sag's ja nur, ich meine, die ganze Figur ist aus Plastik oder Gummi. Wo fängt den Müll an und wo hört er auf? Was ist das für eine Diskussion? Natürlich müssen wir aufpassen, dass es nicht zu viel Plastikmüll gibt. Aber da muss die Industrie anfangen und nicht immer sagen, ja, der Verbraucher möchte das. Ja, was für ein Scheiß. Darum habe ich immer unter meinem Banner drunter, mich hat niemand gefragt. Unendliches Thema. Dann machen wir weiter. Und wir kommen hier zu Thors Welt. Ja, das wird hier im Heft, Moment, als Poster angegeben. Poster, Thors Welt. Ja, Poster würde ich jetzt nicht sagen. Das ist für mich eher ein Bericht. Ne? So viel dazu. Und dann kommen wir noch hier auf diese Seiten. Und zwar echt oder fake exotische Tiere. Im Internet kursieren viele montierte Bilder. Doch diese Tiere sind einfach nur sie selbst. So sieht's aus. Hier haben wir nämlich ein kleines Grinse-Känguru. Ein Quokka. Und das ist tatsächlich so. Ne? Das
Mäulchen hat halt in Gottes Namen einfach die Form und drum sieht so aus, aber mega süß, ne? Dann haben wir hier übrigens auch einen Packel. Sieht aus wie ein Viech aus Fantastische Tierwesen, ja? Gibt's aber tatsächlich. Genauso hier diese Riesenohrspringmaus, auch die gibt es, goldig, ne? Zum Schießen. Und dann haben wir hier, was haben sie geschrieben? Hammerkopf, ja, ein Flughund, ganz einfach, ja? Sieht aus wie eine Fledermaus, ist aber ein Flughund. So, dann haben wir noch eine Seite, das ist doch toll. Hier haben wir einen Fluglemuren. Ja, der hat so eine Spannhaut, wo er hier erstaunliche Distanzen zwischen Bäumen zurücklegen kann. Auch ein cooles Tier. Dann haben wir hier einen Vogel mit Schmalzlocke. Ein Langlappenschirmvogel. So sieht der aus. Guckt euch mal dieses Federteil hier an. Der Burner, oder? Gibt schon tolle Tiere. Ja, und auch das ist kein Fake. Das gibt es tatsächlich. Das hier ist anscheinend ein chinesisches Wasserreh. Man kennt es aber auch vom Moschushirsch. Der hat auch noch solche Zähnchen. Ursprünglich hatten alle Rehe diese langen Zähne an der Seite. Und dann haben wir hier noch ohne Zahn. Oh mein Gott. Nein, ist natürlich ein Axolotl in einer natürlichen Färbung. Ich hatte immer einen weißen. Axolotl heißt übrigens Wasserspiel, Wassermonster oder Wassergott. Wassergott im wahrsten Sinne des Wortes, denn meiner wurde Asbach uralt. Ganz toll. Axolotl, ich liebe Axolotl. So, und das war es eigentlich auch schon zu diesem Magazin. Hier noch kurz die Vorschau. Beim nächsten Mal haben wir irgendwie ein Agentenset drin. Und hier hat es auch noch ein paar Witzchen. Warte mal, was haben wir denn hier? Was macht ein Dummhauser, wenn sein Computer brennt? Er drückt die Löschtaste. Oh mein Gott. Warum streut ein Dummhauser noch Chili auf seinen Fernseher? Damit das Bild schärfer wird. Oh mein Gott. Ja, und die Katze hat hier gerade eine Maus gefressen. Ja, witzig. Okay, das zu dem Magazin Galileo Genial, die Nummer 5 2019. Jetzt schauen wir uns natürlich diesen Gecko hier an. Jubel, jubel, freu, freu. Auf jeden Fall eine witzige Verpackung, klasse gemacht. Das gefällt mir doch recht gut. Den hole ich hier auch gleich raus. So. Okidoki. Na, der ist komplett aus Gummi. Ihr seht schon, ihr könnt den Schweif hier stretchen ohne Ende. Auch die Beine, die dann abbrechen, die dann abgehen. Wie geil, oder? Wie geil ist das denn, bitteschön? Also passt mal bitteschön auf, wenn er hier den, pass mal auf, ich den mal. Wie geil, Rupi ruft dem Gecko die Beine aus. Ich schmeiß mich weg. Guckt euch mal dieses hammerwertige Material an. Wie krass, Gecko-Beinchen. Ich schmeiß mich weg. Ich schmeiß mich weg. Das ist der Knaller, oder? Ja, Leute, das ist Qualität, oder soll ich eher sagen Plastikmüll? Gummimüll? Wow, ich würde gern die Gesichter von den Kids sehen, die das Ding hier testen. Ne, ihr seht, ich habe kaum gezogen, waren die Beine hier weg. Ne? Hier geht es, hier kann ich wunderbar dehnen. Ne? Das ist super, aber die Beinchen sind ab. Ach, du lieber Gott, das ist ja tragisch, das ist ja wirklich tragisch. Oh, guck, hängt schon mit dem Köpfchen runter. Toter Gecko, lieber Gott. Ja, das ist halt, ne, das ist Qualitätsspielzeug. Super, absolut super. Ohne Scheiß habe ich noch nie erlebt. Und ihr seid live mit dabei. Ein gekillter Gecko. Oh, das ist... Das ist der Knaller. Dabei wollte ich euch ja was zeigen, ne? Weil die Geckos, die gab es ja immer mal wieder in diesem Magazin. Ich habe ja nämlich nochmal zwei, ja. Und die sind auch immer leicht unterschiedlich. Darum sammle ich die. Also ich werde mir den nochmal besorgen. Ich werde es halt wirklich vermeiden, an den Beinen zu ziehen. Der Knaller. Übrigens, da konnte man an den Beinen ziehen, es ist nichts passiert. Aber ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Also entweder liegen die Exemplare schon ewig lang rum, ja, dass sich schon der Weichmacher ein bisschen verflüchtigt hat und die einfach ganz schnell brechen oder was weiß ich. Also ich besorge mir den nochmal, denn, pass mal auf, ich gehe mal mit der Kamera ein bisschen weiter runter. Ich muss mal hier die Leichenteile auf die Seite machen. So, jetzt guckt mal, die haben nämlich so gesehen, also ihr müsst den Anblick hier jetzt einfach mal kurz verkraften.
Wir haben so gesehen hier jedes Mal ein anderes Muster drauf. Darum gefallen mir die Geckos echt hammermäßig gut. Jetzt nicht unbedingt die Form oder die Augen, ja, die sind nicht unbedingt wirklich schön gemacht, stehen hier auch raus, als ob es Froschaugen wären, ne? Aber wir haben zum Beispiel hier als Untergrund immer so ein Blau. Links ist ein bisschen heller, rechts ein bisschen dunkler. Und da wurde halt grün drauf gesprüht. Und ihr seht schon, links ganz viele dichte rote Tupfen, so ein Splatter-Effekt. Das sieht toll aus. Dann hier haben wir das Blau ein bisschen mehr durchschimmern. Einfach hier noch ein paar so grüne Farbsprüher drauf. Und die Farben nicht mehr ganz so dicht gesprenkelt, sondern gehen auch eher ein bisschen so in Hellrot rein. Auch das ist absolut reizvoll. Und dann haben wir hier halt dieses Exemplar mit drin. Das haben sie grün gelassen. Ja, wurde so hellgrün gegossen. Hier ist ein bisschen dunkelgrün drüber gesprüht. Und hier haben wir wirklich komplett orangene Tupfen mit drauf. Ne? Von dem her, also ich finde die rein von den Farben, finde ich die klasse. Und ich mag die Gummiviecher ohne Ende. Ich meine, dass dem jetzt hier die Gliedmaßen abgefatzt sind, obwohl ich kaum dran gezogen habe, das ist schon oberkrass. Ja, das ist schon wirklich oberkrass. Jetzt muss ich mir den nochmal besorgen. Egal, aber ich find's toll, ihr wart dabei, ihr seht es, denn wenn mir das so geht, geht es ganz vielen von euch genauso. Die freuen sich, wollen da ein bisschen stretchen und plötzlich haben sie hier die Hände, die Gliedmaßen in den Fingern. Und das ist ja nicht unbedingt schön. Ja, obwohl ich finde, das ist eine coole Beigabe für das Magazin. Leute, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Das ist so krass. Okay, dann würde ich sagen, was ist wieder dazu? Das neue Galileo Genial. Ne, wirklich genial, die Nummer 5 2019. Und denkt dran, stoppt den Plastikmüll. Ja, unbedingt stoppen. Mit dem Gecko, der seine 4 Gliedmaßen verloren hat. Ich überlege mal gerade, ob ich die bei eBay einstelle, weil ich glaube, die kriege ich auch los. Alter Verwalter. Wie krass. Okay, Leute, ich muss jetzt mal kurz zum Lachen den Raum verlassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen und sage ciao, tschüssi, bis zum nächsten Mal, euer Rupi.